Hier zeige ich euch unsere 3D-Acrylpinsel. Wir haben dafür drei. Einmal den Acrylic Design. Den kennen bestimmt einige schon. Das ist eigentlich mein Lieblingsmalpinsel. Für Schnörkel und Ornamente nehme ich den Acrylic Design. Den habe ich auch nochmal als Malpinsel. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsmalpinsel. Und den kann ich auch genauso gut für Ornamente nehmen. Beim 3D, aber den habe ich halt nur dafür, für nichts anderes. Dann gibt es den Great Vision, einmal in 4 und einmal in 6. Den 4er nehme ich eigentlich für ganz kleine Blümchen. Das wollte ich euch einmal zeigen, auf einen Tipp. Und wenn ich ganz kleine Blümchen arbeite, brauche ich viel, viel Zeit, weil das Acryl immer Zeit braucht, um zu trocknen. Ich nehme mir kleine Bällchen, setze sie ab und lasse sie erstmal sitzen. Wenn ich mit dem Pinsel zu früh in die Blüte gehe, dann matsche ich mir sie quasi kaputt. Also ich muss immer so lange warten, bis das Bällchen sich so gelegt hat und gesetzt hat, dass ich es auch in Form drücken kann. Sonst funktioniert es nicht. Bällchen aufnehmen. Absetzen und erstmal warten. Dann kann ich es mir ein bisschen in Position drücken, aber ich darf wirklich erst dran, wenn es so angetrocknet ist, dass ich es in Form drücken kann. Es gibt natürlich Nail-Designer, die lieber mit so einem kleinen Pinsel arbeiten. Und dann gibt es Nail-Designer, die lieber mit einem größeren Pinsel arbeiten. Es wäre sogar möglich, mit dem Passion 3D-Blüten zu arbeiten. Das habe ich auch schon gemacht, so wie ich gerade Lust habe. So. Jetzt arbeite ich noch eine Blüte mit dem größeren dran, damit ihr mal den Unterschied seht, was die einzelnen Pinsel für Größen arbeiten. Vorsichtig, der speichert natürlich viel mehr Liquid. Somit werden die Bällchen natürlich auch viel größer. Absetzen und warten. Ja, es ist noch zu früh. Ich kann mit der Fahne des Pinsels auch wunderschöne Struktur in das Blütenblatt drücken. Hier, dass ich dann richtige Strukturlinien reinbekomme. So, dann kann ich mit dem größeren und natürlich auch mit dem kleineren, klar, auch Blätter arbeiten. Dazu habe ich jetzt ein festes Powder genommen. Diese festen Powder, das müsste Ice World sein. Ja. Das ist eine ganz klare Farbe ohne
Schimmer. Und man kann schön sehen, dass die zweifarbig sind, also zweigeteilt. Bestens geeignet für 3D. Und wenn ich dann Blätter arbeite, dann habe ich direkt diese zwei Farben mit in meiner Farbe, in meinem Blatt. Noch ein kleineres Blatt. So. Hier arbeite ich jetzt ein 3D-Design mit dem Great Vision 6 mit zwei Farben. Dazu bin ich erst in eine dunkle Farbe gegangen, dann mit der dunklen Farbe in die helle und warte, bis sich die Farben so ein bisschen ineinander verlaufen haben. Dann setze ich das Bällchen ab. Und wenn ich ein Blatt machen will, dann warte ich nicht so lange, weil ich das ja erstmal so ein bisschen in Position legen will, wie man hier schön sehen kann. So, und jetzt drücke ich vorsichtig das Blatt in seine Form. Ich lege erstmal so eine kleine, wie so ein Blütenblatt, eine runde Form und dann ziehe ich es mir nach hinten raus, um mir das Blatt zu arbeiten. Und jetzt muss ich natürlich so lange warten, bis ich wirklich in die Mitte in das Material drücken kann. Das ist immer so ein bisschen Geduldsspiel. Ich arbeite eigentlich am liebsten mit dem Superfast Liquid 3D Design, weil es einfach schneller trocknet und ich somit halt ein bisschen schneller bin. Dann wird immer, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt den Pinsel wie einen Zirkel in der Mitte des Blattes fixiert. Und dann wird der Pinsel um diese Zirkelspitze, die da in der Mitte festgetackert ist, herumgedrückt. Wenn ihr den Zirkel verlasst, also wenn ihr die Mitte des Blütenblattes verlasst, dann matscht ihr euch das Blatt kaputt. Und immer ganz vorsichtig an den Konturen entlang gehen, sonst habt ihr euch die Form direkt wieder verdrückt. Dann kann ich, wenn ich den Pinsel seitlich halte, ich sage ja immer, dass der dann aussieht wie so eine Fahne, kann ich mir noch Konturen reindrücken. Das muss aber wirklich in dieser Phase passieren, wo das Material noch nicht zu weich, also nicht mehr weich ist und noch nicht zu trocken, weil sonst fallen die euch wieder zusammen, diese Konturen, wenn sie noch zu weich sind. Dann müsst ihr es immer wieder machen. Und wenn es zu hart ist, naja, dann kriegt man halt nichts mehr rein. Dann kann man nur noch mit einer Nadel oder mit einem Messer oder mit einem Teppichmesser da irgendwelche Strukturen reindrücken. Ich mache das aber lieber mit dem Pinsel. Kleinere Blättchen müssen natürlich kleinere Blätter haben. Eigentlich ist das 3D-Arbeiten ein absolutes Geduldsspiel. Da kann man richtig schön runterkommen. Ich kann eigentlich stundenlang sitzen und solche Sachen arbeiten.
Jetzt noch ganz vorsichtig die Konturen reinziehen. Und ich finde eigentlich immer, je mehr man am Tag blümelt, desto schöner werden sie hinterher. Also wenn ihr das öfter anbieten wollt bei euch im Studio, dann würde ich immer raten, einfach mal, bevor die Kundin kommt, ein bisschen einblümeln und zwischendurch mal ein bisschen einblümeln, dann bleibt man auch auf jeden Fall drin. Und wenn man es ziemlich lange nicht gemacht hat, dann ist man am Anfang immer ein bisschen ungelenk und es dauert immer so ein paar Blätter, bis man wieder reinkommt. Dann kann man sich noch ein paar Akzente setzen. Hier nehme ich jetzt einfach nur kleine Punkte. Und weiter geht's mit dem nächsten Video. Dort zeige ich euch die Giltpinsel.